Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Fuß Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Hoffe, ihr redet nicht. Wir ernten aktuell Mohn auf Feld 1. Wir brauchen noch ein bisschen dafür. Wir sammeln gerade Stroh auf Feld 13 und verkaufen das beim Heizkraftwerk. Machen wir gleich weiter. Unseren LKW. Wir müssen unsere Zeit drücken. Ja, dass wir die Folge nicht zu sehr überziehen. Jetzt machen wir ganz gut und gemütlich zurück. Sobald Feld 13 das Stroh weg ist, müssen wir unterlegen, ob wir damit Gärreste düngen. Oder normalen Dünger nehmen. Die Gärreste in der Fabrik erstellen, bearbeiten. Oder wir testen halt und das Ding voll kriegen. Können wir auch machen. So, und dann werden wir schön durchziehen. Wieso zieht man 100% jetzt? Das verstehe ich nicht. Und natürlich auch der Prozessor so heiß. Ja, gut. Das sieht nicht so gut. Den muss ich auch entstauben. Den Kühlerteil. Ja, ganz kurz eingreifen. Extra Luft für den Prozessor. Weil ich eine Hose anhabe. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir schnell Stroh. Temperatur im Auge behalten, dass es nicht so heiß wird. Und warum hat er jetzt 100%? Das verstehe ich nicht. Aber durchweg. So, ach, Stroh, ne? Ja, Heu muss auch gemacht werden. Gerät muss entladen werden. Das ist ja typisch. Aber das machen wir auch selber. Der ist mir zu rabiat. So weit weg. Wenn wir hier gleich warten dürfen, können, werden wir gleich uns um die Wartung kümmern. Zwar Silo auch, muss merken.
Gut, die externe Lüftung läuft an. Sonst hätten wir jetzt die Pause machen müssen. Fahrbaren Strom sind noch. Dann können wir hier auch Mais anbauen. Da ist nachher voll. Da können wir die Gülle schon mal ansetzen. Güllewagen. Da haben wir immer den abgeerntet. Das ist immer ganz wichtig. Erinnerung. Ja. Kommt ein Livestream. Und Fat Action. Arno Mehrspielermodus. Na, okay. Sag schon. Jetzt soweit. Einnahme, 2%. Die Anzeige hat sich jetzt ist nicht mehr so wie vorher, dass man lesen konnte. Dort. Ich weiß nicht, warum der Prozessor jetzt 100% arbeitet. Keine Ahnung. Ob dann Updates im Hintergrund läuft von Windows, könnte sein. Wenn die Folge zu Ende ist, muss ich da mal schauen. Aber im Spiel macht es keine Züge zur Zeit. Läuft noch einigermaßen rund. Mohnarbeiter arbeitet auch noch mit voll, obwohl er Mohn ist, ne? Voll im Rausch. So, Musik habe ich mir schon überlegt. Da bin ich nochmal raussuchen, eine richtige Musik und vor allen Dingen irgendwie einen separaten Player. Hinterrauschen, sagen wir so, ein bisschen so, ne? Da muss ich mal schauen und gucken, was ich finde. Auf YouTube gibt es ja einige Musiktitel, die GEMA-frei sind, die ich auch senden darf. Wo es mir persönlich keine Schwierigkeiten gibt. Wegen der Rechteverletzung. Wir müssen noch einmal fahren. Und gut, dass ich den zweiten hergenommen habe. Seit 8 Minuten, naja. Morgen ist eigentlich mit durch, denke ich mal. Muss ich überlegen, wie man am besten jetzt. Oh, das ist ja nicht viel, das haben wir schnell gemacht.
drei Stück nur noch. So, jetzt fahren wir zum Heizkraftwerk. Stellwerk oben. Ah, der ist fertig. Entlassen. Fahren wir mal zum Hänger und Laden ab. Haben wir jetzt Mischgetreide auf Lager und Mohn. Können wir ja schauen, was das bringt. Verkauf. Können wir uns eine neue Gerätschaft leisten. Was würde das denn einbringen? Was würde dann Mohn bringen? Sagt gut, sogar Rüben. Raps habe ich noch nicht, hat das noch auf dem Feld. Silage, vegane 100, hat sich nicht geändert, der Preis. Mist, 900 in der BGH. Gülle, 629, noch nicht schlecht. Mischgetreide. 780 im Bahnhof. Tabak, oh, Tabak 1000. Wir haben Saugum Hirse. Ja, das haben wir noch auf Feld. Mohn hat 1276. Gut, der ist leer. Fahren wir zu Saugum. Reif ist. Starten wir auch nicht. Möchte noch mal warten. Möchte erst mit der Aussaat beginnen und dann vorher düngen. Heißt, vom Hof fahren. Dann holen wir uns einen Güllewagen. Und zwar einen für die Gärreste. Kaufen wir uns gleich. Dann nehmen wir uns den Fendt. Und den Fendt lassen wir dann gleich das Ding fahren. Dann werden wir gleich einen Kurs einfahren. Dann nehmen wir den Fendt. Den fahren wir jetzt schnell zum Händler. Dann einen Führungskurs einfahren. Das machen wir dann gleich zum Anfang. Zeit. Wir wollen dann in der nächsten Folge noch zumindest schaffen, dass wir mit dem Gärreste Ausbringung beginnen, damit wir für Mais vielleicht Stufe 1 gedüngt haben. So, ich habe meinen Lauf gefunden zum Kompressor zum Auspusten des Luftkühlers und Prozessor. Werde ich morgen machen. Jetzt geht nicht mehr, ist zu
Bild, Lärm. Lärm darf ich nicht machen. Die Zeit mehr. So. Güllefässer, was haben wir da Schönes? Das darf ein großer sein. Wir haben etliches. Oh, Breite 36, das ist ein bisschen zu groß. Mit Gruppe. 6 Meter. Oh, der ist teuer. Oh, der ist teuer. 165.000. Heftig, heftig. Der ist auch nicht billiger. Aber der kann auch Gruppe. Noch so einer. 25. Der kann nur ausbringen. 12 Meter. Überladebahn. Der normale, kleine. Nicht so einfach. Man, die Geräte haben das Problem, die hängen irgendwo fest. Das ist ein Gerät. Sieht aus mit Gruppe. Gülle verteile. Und Nachbarin ist unterwegs. Das ist ein Gülle-Verteiler mit Gruppe. 7 Meter. Die wollen ja was schaffen, ne? 6 Meter. Osch. Meter. Güllefässer. Details. Sieht so nicht schlecht aus. 210 PS, die haben wir. Okay. Kaufen. So, dann kaufen wir noch das nötige Gegenstück. Zum Gruppen und Gülle einbringen. 12 Meter ist das Maß. Ruhe. So, das sind die neuen Geräte. Ein Güllefass und ein Grupper zum Anbau. Dann seid mir jetzt mal Schüsse und Winkel. Hoffe, wir sehen uns wieder. Würde mich gern freuen über ein Like. Sag mal danke. Ein Abo wäre auch schön. Ich danke dafür auch. Ansonsten hört und sieht man sich. Ich hoffe, zur nächsten Folge. Ciao, ciao.